Los, Raptor. Der kleine Raptor, der weiß nicht, was er machen soll, genau. Ich behalte ihn halt nur im Auge. Das ist gerade, glaube ich, das Wichtigere. Ich jag auch gerade einen Raptor vor mir, ja. Das ist halt viel, viel, viel schneller als ich. Ja, natürlich ist sie nicht schneller. Meine Herren, zero Chance. Selbst auf Stamina tot kannst du nicht setzen, obwohl wir mit Stamina wahrscheinlich über die ganze Karte schon wären. Hier in den Büschen ist natürlich blöd, da ist der Raptor im Vorteil. Ja. Wo ist er hin? Ah, da ist er. Ich sehe jetzt den Untergrund des Grases. Das ist blöd hier auf dem Berg. Ach, der Raptor, der will mich eigentlich auch töten. Ich spüre es genau, dass er eigentlich auf die Chance wartet, mich zu überfallen. Es ist jetzt gerade ein sehr heißer Kampf hier. Wir machen hier Dodge-Fight. Ah, ich bin leider nicht so wendig wie er. Das geht mir richtig auf den Piss. Einfach mit der Geschwindigkeit variieren. Unerfahrene Spieler kommen dann nicht zu Rande und neigen dazu, Fehler zu machen, und dann kriegst du sie ja. Und ich blute wie Sau. Ey, jetzt mach keinen Unsinn. Menno! Ja, hatte ich. Nein, noch nicht. Ich blute ja gerade echt wie die Wildsau. Oh Mann, der Kampf des Jahrhunderts. Du bist nicht dabei. Ja, ich hatte gerade einen kleinen Encounter. Oh fuck. Nix da, ich laufe bestimmt nicht wie die anderen Raptoren sind, um mich zuzusehen, wie sie sich gegen mich verbünden. Fällt mir gar nicht. Er hat mich wieder gebissen. Oh, der ist einfach scheiße wendig. Oh mein Gott. Na, jetzt hat er sich sehr gut eingespielt. Die rote Box wird immer roter. Oh je. Armer Hexe. Ich hab auch ein ganzes Gute. Jetzt blutet er aber auch. Menno! Jetzt bin ich am Humpeln. Jetzt ist aus, mehr oder weniger. Durch. Ja. Spannend lauschig, was demnächst passiert. Noch weniger am Leben, aber es wird immer schlimmer. Und der Raptor lebt auch, ne? Ja. Und ich komm nicht an den ran. Ich komm nicht an den ran. Ich kann machen, was ich will. Der ist, ja, down. Ja. Der wusste, was er macht. Ja, das ist halt. Wenn du einen erfahrenen Raptor triffst, dann warst du das erstmal. Ja. Anscheinend kann ich nicht mehr als den spawnen. Nein, du fängst nur bei Zero an. Ich muss wirklich ganz unten anfangen. Ja. Ganz unten. Schade.
Das ist noch ein bisschen das, was mich stört. Dass du halt wirklich ganz unten anfängst. Ja. Kann ich dich einladen? Funktioniert das? Keine Ahnung. Hast du es angenommen? Ich bin auf dem Ausweisscreen. So. So, dann sind wir wieder ein Austororaptor. Eieiei. Ja. Oh, ich bin direkt am Spawn Lake. Direkt am Wasser dran sogar. Falls du dich fragst, ruhig ruhig, Gorke, ich habe mich gerade bis zum Mountain Lake geschlichen. Ah, okay. Von den 4-5 Raptoren, die mich da umzingeln wollten. Ja. Die Frage ist natürlich, ob jetzt das Progression ein bisschen schneller geht, weil man schon so weit war. Progression Tier Punkt 1, also 0 Punkte, Progression Punkte. Ist natürlich die Frage. So nach dem Motto, man war schon so und so weit, das geht flotter oder so. Das wäre ja interessant, aber ich bezweifle das doch ziemlich stark. Die großen Bezweiflungen. Ja. So, wir sind aber jetzt in keiner Gruppe mehr. Ich kann mal gucken in Weiten, aber ich glaube, da kommt nichts. Nee, da kommt nichts. Nee, da kommt nichts. Ja, so endet unsere Geschichte. Schade, dass wir zusammen hätten wir schon eine Chance haben können. Ja, ja, ja. Also Solo ist ganz blöd. Wie gesagt, der Raptor dodgt einen aus ohne Ende. Ich habe versucht zu drehen, zu wenden und so. Ein Biss konnte ich landen, aber der ist einfach zu stark beim Dodgen. Was ist die Hölle? Ja. Jetzt ist die Frage, wie ich überhaupt am Futter komme. Ich müsste halt einen einzelnen Raptor erwischen, der nicht aufpasst. Ja. Oder was anderes halt, wa? Etwas Pflanzliches. Ja, aber ich weiß nicht, wie du als Allosaurus so etwas kriegen möchtest. Du bist langsamer als das meiste Zeug. Ja. Wie willst du irgendwas erwischen? Hab auch nie verstanden, wie Rex und so immer überleben. Halt, was schirpen die hier alle rum, die Raptoren? Leute, haltet mal euren Mund. Oh, ich höre was Größeres. Ich das ist geil. Oben am Mountain Lake rum. Oh, hier kommt was wirklich Größeres. Das klingt nach T-Rex. Und zwar schon nach einem größeren T-Rex. Und die schirpen hier alle rum wie die Bekloppten. Ja, eindeutig ein größerer T-Rex. Der sieht adult aus. Okay, der ist noch alive. Versuchen das mal ein bisschen ruhiger anzugehen. Mal schauen, was wir da vorne haben. Da sieht so aus, als würde da eine Leiche liegen. Könnte das eine Leiche sein? Was ist da hinter mir? Wie komme ich an Futter? Das ist die Frage. Wow, 20 Stamina pro Tick-Regenerator im Sitzen. Jetzt zerfleischen die ganzen Raptoren sich gegenseitig. Was ist denn hier los? Hier, guckt euch das mal an. Was sind die alle hier? Aha, jede Menge schon Uta-Raptoren, andere Raptoren. Alter, ist hier ein Gemetzel. Ja, jetzt wollte der mich, oder was? Ne. Oh Gott, ich blute wie Sau. Oh je. Halt, ich will aufstehen. Die Taste reagiert aber sehr lahm gerade.
Ja, jetzt humpel ich und jetzt hat er mich. Toll. Du hast schon Raptor aufgerissen. Ja. Das ist hart. Gut, ich werde mal ein bisschen Programmwechsel machen. Programmwechsel? Ja. Pflanzenfresser oder was? Richtig. Hüpfe meine Magen. Ja, mal gucken. Der Zockerger ist da. Hallo Zockerger, hallöchen. Muss ich mal gucken, was ich hier für ein Gemüse zum Fressen kriege. Das sieht gerade schlecht aus. Ich glaube, hier beim Spawn Lake selber gab es immer nur schlecht Gemüse. Das heißt, wir werden mal Richtung einfach mal wegrennen. In die Pampa rein. Also wie jeder Pflanzenfresser machen sollte. Survivor! Ja, wir versuchen's. Wir versuchen's. Aha, okay. Ein Bäumchen und noch ein Bäumchen. Danke. Ja, ich bin auch sehr erstaunt, wie ein Duo einfach mal so ein Bäumchen wegsnackt. Das ist sehr erstaunlich. Vor allen Dingen, wo der das in den Magen reindrückt. Ja, das ist sehr, sehr, sehr verwunderlich halt. Aber jetzt sind hier gerade anscheinend eine Menge gestorben, sonst würden hier nicht so viele Raptoren sein. Oder eine Menge neuer Spieler gespawnt, kann ich auch sein. Und irgendwas mit Machinaries. Da stand oben links. Survivor? Nö, bei mir stand nichts mit Survivor. Ja, meins. Doch, halt die Mercenaries und dann Survivor und nochmal. Ach so, beim Auswahlscreen. Ach so, ja. Die kann man noch nicht spielen. Genau, da ist nichts drin. Genau, da kann man noch nichts auswählen. Das kommt irgendwann mal. Das sind einmal, hat wohl mega viel Hunger. Ja, das kann sein. Ein Bäumchen reinziehen, ne? Was sage ich immer so schön bei den Bäumen? Wenn man einen Baum, also so einen Baum isst, da drinnen befindet sich ein Zahnstocher. Dann kann man sich die Zähne reinigen. Du spielst da KFC, ich weiß, ich spiele gerade KFC. Der kann auch Geräusche machen, der KFC. Da hört mal. Oder sowas. The Lord of Cuteness. The Lord of Cuteness, genau. Wenn niedlich, dann drio.de. Okay, den Strauch nimmt er nicht. Hier müssten irgendwann die Sträucher dann sein, die er isst eigentlich. Gar nicht mal die Bäume. Oder nimmt er auch noch hier die Bäume? Ich weiß es nicht. Es ist teilweise ein bisschen komisch. Also beim Spawn Lake selber kann jeder Dino irgendwie die ganzen Bäume essen. Später sind es aber nachher Sträucher und so ein Zeug. Gucken wir mal. Ist das hier immer noch Baum? Nö, hier ist es zum Beispiel kein Baum mehr. Laufendes Steak. Super, Viro 5, ja, könnte sein, das laufende Steak. Steak to go oder so. So, den Busch nimmt er auch nicht. Ich probiere mir hier gerade so ein bisschen durchs Gemüse durch. Es kann sein, dass er die kleinen hier nimmt. Nö, auch nicht. Den Baum will er nicht. Was will er fressen hier? Nö. Auch nicht. Nee, ich bin hier gerade am Testen, aber... Wie gesagt, beim Spawn Lake kann jeder die Bäume essen, aber nachher später, was ist denn mit denen hier? Der sieht doch auffällig aus. Anders. Nö. Den will er auch nicht haben. Sehr komisch. So langsam wird's problematisch für mich. Ich habe immer nichts zu fressen gejagt gekriegt. Ich brauche jetzt hier irgendwas Kleines. Hilfe, ich werde gejagt! Oh, echt jetzt? Lass mich raten, du wirst von Alo gejagt. Keine Ahnung, von was ich gejagt werde. Ich versuche wegzurennen. Dreh doch einfach mal die Kamera. Nein, ich will wegrennen. Ich bin fertig, dass ich dich gerade per Random Guest gefunden habe. Oh mein Gott, das klang wie was ich tatsächlich fressen könnte und jagen. Ah, oh, ich habe was zum Essen gefunden. War doch gerade ein Dyro, der vor mir weggerannt ist. Da war ich das also, okay.
Ja, ja, so ist es. Ja, also liebe Community, ihr habt recht, ich sollte öfters Ottwald essen. Er will mich ja auch essen. Er hat mich zum Fressen gern. Bist du gesagt, dass du gejagt wirst? Du weißt, dass ich im gleichen Moment hier begonnen habe zu jagen. Ja. Das Leben des Dyros ist hart, besonders wenn man einen Mitspieler wie Ottwald hat. Ja, aber du bist ja schnell, ehrlich, so viel schneller als ich. Ja. Kennst du RTL Samstagnacht oder wie das heißt? Ja, kenne ich noch. Gibt's das überhaupt noch eigentlich? Nee, wa? Also damals, als es, glaube ich, so vor knapp 10 Jahren oder so lief, da habe ich es ja auch noch Fernsehen geschaut. Mittlerweile habe ich es ja mit dem Fernsehen aufgegeben. Aber da kannte ich das noch. So, wir kommen mal ein bisschen zur Ruhe. So. Du bist eben noch weggerannt, Kevin, dass ich nicht gefunden habe. Ja, ja, wusstet ihr, ne? Du wusstest natürlich, dass ich dich noch weiter verfolgt habe. Ja, ja, natürlich. Ich bleib natürlich noch länger in Bewegung. Hast du gedacht, ich bleib dann gleich stehen oder was, ne? Nö. Ich dachte, du machst irgendwas Gewieftes und biegst zur Seite ab und versteckst dich dann. Und ich eine Weile bin ich dann durch die Büsche gepirscht. Ja. So, wollen wir mal gucken, wie es jetzt mit den Progression Points aussieht. Ah, das war die erste Nahrung, die ich überhaupt gesehen habe. Also ich hätte jetzt 5 Progression Points. Wir gucken uns mal das Progression System jetzt nochmal bei den Herbalisten an. Beziehungsweise Herbivoren, also die Pflanzenfresser. Ja, ist aber erstaunlich, dass ich dann der erste Pflanzenfresser bin, den man sieht, wa? Ja, ich gehe mal davon aus, dass es generell wenig Pflanzenfresser aktuell gibt. Gehe ich mal von aus. Ich hab ja auf jeden Fall einen größeren Pflanzenfresser. Oh. Der hat mich auch schon gesehen. Das sind 2. Gut, Zeit ist durch. Wir gucken uns mal kurz mal die Progression an. Das heißt, das nächste wäre ein Gully. Da brauchen wir 30 Punkte. Dann wäre der Maya 60 Punkte. Der Diabolo Tericeratablisasotops, das wäre dann auch 60. Oder der Pescher, das ist dieser Kopfstoßer, der hat so eine Platte vorne. Das wäre dann 30. Der wäre ein bisschen weniger zu haben. Ich weiß gar nicht, warum diese gelbe Zitrone, also ich hoffe, dass man da einen anderen Skin bekommt. Bei Meiersaurus nenne ich immer gelbe Zitrone, weil da gab es anfangs nur... Oh mein Gott, das ist ein Rudel-Uta-Raptor! Ja, ja, habe ich doch gesagt, da ist eine ganze Menge los, aber du hörst ja nicht zu. Ja, aber das ist jetzt plötzlich bei mir! Ja. Stego, Ankylo... warum gibt's keinen Langhals? Man kann den Langhals nicht freispielen. Oh, die sind wendiger, wie es sich ankotzt. Man kann den Langhals nicht freistellen, spielen. Weißt du, es war nicht wieder. Ich kann jetzt auch drauf gehen, aber. Ja. Da kannst du ja auch Herbie spielen. So als Programmwechsel. Dann bist du mal niedlich. Dann tust du was für die Frauenquote bei Twitch. Ja, yeah, dann ist er auch mal eine nette, liebreizende Dame. Unter den Sauriern? Wie viel Treffer auf Fuck? Jetzt muss ich aufpassen. Wenn die jetzt mitbekommen, dass ich angefangen habe zu limpen. Ja. Ja, der Raptor wird mich jetzt töten, der hat nämlich gesehen, dass ich jetzt limpe. Okay. Ich habe auch null Nahrung gefunden, nichts, was man irgendwie jagen könnte. Hallo, ist echt normal. Ja, ich hätte mich ja zur Verfügung stellen können, wa? So nach dem Motto. Du wolltest ja nicht. Nee, er wollte ja nicht. Ja, er hättest dich verfressen lassen. Ja. Ich meine, ich habe die Utas weggetrieben. Das Problem ist der Raptor, den ich jetzt nicht besiegen kann. Na, der wird weitermachen. Ja, was gibt's für Carnivores? Ja, wie gesagt, gerade habe ich es aufgehabt, das Progression nochmal. Und irgendwie hat er auch Glück, dass ich ihn nicht treffen kann, obwohl er direkt mir die Schnauze hüpft. Jo. Oh, das kotzt mich an. Oh. Wenn ich mache, trefft er mich immer. Ah,
Ah, jetzt bin ich ja tot. Gut. Jetzt schreibt Annie. Zu spät, Annie. Ich werde jetzt nämlich Schluss machen. Auf jeden Fall, Allosaurus. Ja, ich wusste schon, warum ich den nie gespielt habe.